Nein. Das falsche Bild. Hilfe. Wait, what? Ja. Ich muss erstmal hier wieder alles ein bisschen neu anordnen, weil ich bei OBS habe ich aus Versehen meine Kamera rausgenommen. Und weil ich meine Kamera rausgenommen habe, hat er sie aus allen Szenen entfernt. Jetzt muss ich erstmal wieder ein Einstellungsbackup von OBS laden, wo die Kamera noch drinne ist, damit ich hier die Kamera, also die linke, hier die Kopfkamera, die hier, das, wo die noch drinne ist. Aber da ich die Einstellung hier letztens umgekuddelt habe, muss ich jetzt auch neu anordnen. Aber sollte jetzt soweit passen. Ja, sehr geil das Ganze. OBS macht in letzter Zeit nur noch Scheiße. Es mag mich nicht. Ich meine. Ach so. Gut, das muss ich mal probieren, weil es gibt bei OBS noch rückgängig machen. Aber ob das so weitgreifende Änderungen rückgängig machen kann, muss ich mal probieren. Hätte ich vielleicht mein Backup gar nicht laden brauchen. Ah, okay. Na gut, ist uns jetzt egal. Jetzt habe ich zurückgemacht mit dem Backup. Ich hoffe mal, es passt jetzt noch alles. Audiomäßig sieht alles gut aus. Und ich habe ja eigentlich seit dem letzten Backup von OBS, also von den OBS-Einstellungen, habe ich ein Backup gemacht. Und seitdem habe ich ja außer dieses Umkuddelmuddeln der Szenen, habe ich ja eigentlich nichts gemacht. Einstellungsmäßig habe ich auch nochmal nachgeguckt, ob auch die Videocodec noch stimmt. Aber es ist 4K bei 60 FPS. Sollte also alles passen. Bin ich ja mal sehr gespannt. Ja, OBS, ey. Bringt mich noch um den Verstand. Eines Tages, ja, eines Tages werde ich abends im Bett liegen und heulen. So, wir hatten gerade eine Mission. Oder wir haben gerade eine Mission. Lass uns loslegen. Oh, jetzt ist es bewölkt. Oh, Alter, leck mich am Arsch. What the f... Okay, komm, das müssen wir erstmal genießen hier. Holy moly. Das sieht so gut aus. Alter, what the fuck? Oh, die Sonne kommt. Sie kommt, sie kommt. Oh Gott, kann ich so. Nee. So sieht es besser aus. Gott, Alter, sieht das gut aus. Oh, gleich kommt die Sonne. Gleich kommt sie, gleich kommt sie. Dieser Wagen, Alter. Hui. Ich finde es auch immer geil, dieses so wird's heller und so wird's erst mal dunkler. Wie sagt man? Dieses nachhängende oder dieser nachhängende Weißabgleich. Wie es auch bei echten Kameras ist, ne? Dass wenn mit einmal heller wird, die Kamera erstmal komplett verblendet ist und dann erstmal wieder die Belichtungszeit runterregelt. Ja gut, jetzt hat sich die Sonne doch hinter dem Baum versteckt. Schade eigentlich. Ja, geil, Alter. Oh, ist das krass, Alter. Hier vor uns ist aber auch nicht so schlecht, ne? Jetzt hier, wo sich die Wolken so ein bisschen aufbrechen. Alter, wie geil ist das bitte? Ey, das ist schon echt krank. Meine Fresse, sieht das gut aus. Das sieht so gut aus. Holy moly, sieht das gut aus. Nice. Sehr nice. Super duper 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 nice. Oh, diese Toiletten. Sieht aus wie auf echten Rastplätzen. Alles total vollgemüllt. So, dann bringen wir mal unsere Ware ins Trockene. Oh, was ist da für eine. Alter, was ist das für eine Sprungchance? Holy moly. Da brauchst du Allradantrieb, um nur hochzukommen. So, wir dürfen nur 80 fahren. Mach ich mein Tempomat langsam rein.
Not bad, not bad. Und nach vorne geht's wieder nach links. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Meine Güte. Die Autofahrer hier sind viel zu freundlich. So was kennt man aus der Realität gar nicht. Demnächst rechts abbiegen. Der werden die alle noch schön vorbeigezogen und mir noch ein Schnickefinger hinterher gezeigt. Und gehupt. Utena. Okay. Mal ein Ortsnamen, den man aussprechen kann. Nach links ab. Achso, da. Biege nach rechts ab. So, da vorne ist wieder Baustelle. Biege nach rechts ab. Ich drücke immer auf Q statt auf 1. Was macht denn die Q-Taste überhaupt? Hoffentlich nichts Böses. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Diese Ausfahrt. Aber ich will die Wolken aufbrechen, ne? Krass geil. Krass geil. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Achso, halt. Nicht blinken. Nimm diese Ausfahrt. Sind gerade die Ampeln, die Laternen ausgegangen? Kann das sein? Das Gesamtbild wurde mit einmal schlagartig heller. Ja, interessant. So, wo müssen wir lang? Da vorne müssen wir nach links abbiegen. Links halten. Okay. Links abbiegen. Biege nach links ab. Oh, diese Sonne. Alter, wie geil ist das denn bitte? Hoho. That's not bad. Holy moly. What the fuck? What the hell is going on? Not bad, not bad. Im Rückspiegel schon der Sonnenaufgang. Geil. Gegend sieht aber auch halt hammergeil aus, ne? Diese großen weiten Wiesen und alles. Alter, schon echt nicht schlecht. Und das Wetter passt dazu wie Faust aufs Auge. Vor allem mit den Wolkenformationen. Das ist echt krass. Schnieke, schnieke. Rechts halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Okay. Immer geradeaus.
Da vorne kommt schon wieder eine Altstadt. Krass. Immer geradeaus. Oh, nur 50. Gut, keine Ahnung, wie schnell wir jetzt gerade fahren, aber hey. Wir fahren auf jeden Fall weniger als 80, so. So, da vorne müssen wir wieder garantiert wieder schneller fahren. Also, let's go. Sehr schnieke. Sehr, sehr schnieke. Bitte rechts halten. Nur 70? Was ist denn hier los? Das sieht aber geil aus. Gut, davon müssen wir eher abbiegen. Rechts halten und dann rechts halten. Biege nach rechts ab. Wie ist es eigentlich im Echten? Weil ich persönlich bin halt einer, wenn die Straße frei ist, würde ich gerne immer so weit ausschwenken wie möglich. Ne? Erstens, um die Zentrifugalkraft von meiner Fracht fernzuhalten. Und zweitens halt, ja, eigentlich nur deswegen. Beziehungsweise halt andersrum, damit ich halt die nicht so weit runterbremsen muss. Aber darf man das im Echten überhaupt? Oder muss man im Echten so eng wie möglich auf der eigenen Fahrbahn bleiben? Wäre mal sehr interessant. Alter, diese weiten Felder hier sehen halt so geil aus, Alter. Holy moly. Das ist so gut. So gut. Das habe ich wirklich echt gut gemacht. Und wir fahren schon wieder zu schnell. Zumindest piept mein Pieper. Dieser Pieper. Oh, Müllverschmutzung. Wow. Biege nach rechts ab. Das war gerade ein bisschen zu weit. Na ja, bin ich für das gleich auf der richtigen Spur. Oh, Flughafen. Liegen auch Flugzeuge? Oh, guck mal, da ist der Tower. Aber Flugzeuge sehe ich hier keine. Naja, wer weiß. So, wieder 80. Oh ne, wieder 70. Ich bin jetzt hier mitten auf der Autobahn. Wieso darf ich hier nur 70 fahren? Was ist denn hier los? Alle bisschen bekloppt? Bitte links halten. Kaunass. Also ich kau immer trocken, nicht nass. So, da vorne wieder nach links und dann schön Kreisverkehr. Nice.
links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück und Vollgas. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Achso, ihr müsst mir auch unbedingt mal sagen, mir ist letztens hier aufgefallen, bei den Einstellungen, waren das? Das war Gameplay. Genau, hier diese Aufliegerstabilität und Federungssteifigkeit, was da eigentlich die realistischsten Werte wären. Ob ihr da irgendwelche Erfahrungswerte habt. Ob das so mit den Maximalwerten hier gut ist oder ob das tatsächlich irgendwie in der Mitte sein sollte oder eher ganz unten sein sollte oder irgendwie so Mittelfeld der beiden, also Mittel-Links oder Mittel-Rechts oder hier irgendwo sein sollte. Das ist quasi die Extreme-Version, ja. Wenn da mein LKW nach links federn würde, fährt er stattdessen nach rechts. Irgendwie so, keine Ahnung. Aber davon war schon das Ziel. Ich habe das Ziel gesehen. Haha, und ihr nicht. Ne. Zurückspulen gilt nicht. Ah, da ist es wieder. Da ist es wieder. Holy moly. Freie Bahn mit Marzipan. Laber nicht, Mädel. Laber nicht. Ich habe gesagt, nicht labern. Boah, Alter. Wie sich der Gewehr jetzt schon neigt, ey. Und wir haben rot. Und wir haben grün. Und da kommt fahr. Meine Fresse hier. Dass die nie aus den Potten kommen hier. Immer diese Billo-Scanias. Tja. Kauft euch mal eine Volvo. So, wollen wir schon Kreisverkehr? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Upsidi. Rechts halten. Boah, was ist das da für ein... Immer geradeaus. Schöner Oldtimer. Oh, halt, geh rein. Geradeaus und dann rechts abbiegen. Wow. Wir sind fertig. Cool. Oh, Kran. Mist. Ich will da rein. Geht doch. Oh, mein LKW. Was macht mein LKW da? So, Motor ausschalten. Okay. So, jetzt. Ich bin Kranführer. Leider bewegt sich das Ding hier gar nicht, ne? Naja. Oh, guck mal, da hinten muss rein. Ey, du da. Du da unten. Ey, du mal. Fahr mal links da. Links, da ist noch ein Stück. Noch ein Stück. Wenn es kracht, noch 3 Meter. Okay. Haben wir Schaden bekommen? Nö. So, da muss er hin. Okay. Perfekt. Wenn das jetzt nicht scheppert, wow, 400 EP. Nee. Das ist ja deprimierend.
Aufträge. So, kriegen wir jetzt hier voll die guten Aufträge nach unten? Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Nee. Ich glaube, das wird nichts mehr. Das geht ja, Alter. Die wieder ganz nach Finnland. Sag mal, gibt es hier keine Aufträge? Da? Ich will nach unten, nicht nach oben. Ich klatsche euch gleich mal weg hier. Gut, dann würde ich mal sagen, dann war's das mit den, da gucke ich mal. Okay, komm, wir gehen mal pennen. Achso, fahren, so. Wir gehen mal pennen und gucken mal, was denn für Aufträge fahren sind. Pennen können wir da. Und da, und da. Wir gehen mal nach, hier können wir auch mal wieder Benzin auftanken. Diesel, pardon. Wow, warum so hochtourig? Warum so schnell? Das ist eine Baustelle. Holy moly, holy moly, holy moly, holy moly, holy moly, boom, holy moly, holy moly. Yay, die Reifen explodieren. Boom. Krass, korrekt. Freie Bar mit Marzipan. Woo. Das ist ja schon. Da sind wir ja schon. So. Nee, auf. Auf, auf. So. Ja, los, Tanksteller. Dumm-di-dumm-dumm-di-day. Yay. Genau. So. 1400 Liter haben wir, wenn wir voll sind. Okay. Also wenn ich voll bin, dann hab ich aber mehr Liter, du. Können wir jetzt hier Pause machen? Ach ja, hier ist noch ein Strich. Yay. Ist natürlich 16 Uhr, wird also bald wieder dunkel. Gut, guck mal, was für Missionen sind. Und wenn uns die Mission nicht gefallen, machen wir nochmal pennen. Wobei, das ist auch wieder mitten in der Nacht, ne? Wie spät ist es? 16 Uhr? Wo ist die Uhrzeit? Habe ich hier eine Uhr? Ja, 16.25 Uhr. Ja, das wäre es. Dann wäre es 2.25 Uhr oder so, ne? Geht irgendwie immer 10 Stunden vor, so ungefähr. Was sich so bis jetzt so rauskristallisiert hat. Was mache ich hier eigentlich gerade? Da. Nein, da. So. Schwuppsiwupps. So, haben wir jetzt irgendwas, was nach Polen geht? Polen, Polen, Polen. Oder noch weiter. Polen, Polen, Polen. Polen, Polen. Polen, Polen, leck mich am Arsch. Okay, bin wir nochmal. Achso, Motor schalten. Ha. Oh, 1.06 Uhr. Okay, also 9 Stunden geht es immer weiter. Okay. Mann, ich will immer Escape. Ich will M. Nein, was mache ich eigentlich? Bin ich bekloppt? Ist doch richtig. Aufträge, Aufträge. Goddammit. So. Ne, ich glaube, nach Polen geht's nichts. Die gehen alle nur nach oben. Das hier ist so eine eigene kleine Welt, ja. Von da führt nichts raus. Was ist das für ein Bullshit? Kannst du machen, was du willst. Gut, weißt du was? Dann fahren wir einfach mal leer nach unten. Einfach mal so ein bisschen Speed Racing. Warte kurz, ich guck mal kurz, ob wir hier eine schöne Autobahn haben. Wenn ja, mach ich mal ein bisschen Speed Racing. Nee. Wirklich schöne Straße gibt's hier nicht. Schön sieht anders aus. Ha. Das sind alles nur so komische Landstraßen oder Nebenstraßen. Wobei, das meiste sind hier Landstraßen. Tja. Wie kommen wir jetzt am günstigsten darunter? Okay, wir fahren mal. Wir klappern mal.
Was gibt es hier noch so für Städte? Map. Wow, Aufträge. Also, es gibt ungefähr so... Wo sind wir denn? Hä? Hallo? Nani, wo sind wir? Da sind wir. Also, wir könnten nach Vilnius und wir könnten nach Bliat. Okay, Vilnius und Bliat können wir. Okay, dann machen wir mal auf der Karte Map. Ach, okay, Vilnius ist da. Machen wir mal da ein Häkchen hin. Und Bliat ist da. Machen wir mal da ein Häkchen hin. So ungefähr. So. Warum schickt er mich jetzt? Hä? Er schickt mich erst runter, um dann wieder hochzufahren. Bist du dumm oder so? Machen wir das mal dahin. Nö, macht er immer noch genauso. Wow. Gut, egal. Wir fahren trotzdem erstmal dahin. Ich denke mal, die Strecke ist einfacher. Und dann gucken wir mal, wenn wir da sind, ob wir eine andere Mission bekommen. Weil ich will runter, ich will nicht wieder hochfahren. Von oben kommen wir gerade erst. Los. Ob ihr behindert seid, habe ich gefragt. Ich sehe gar nichts mehr. Hilfe, Licht. So, wieder Fahrt aufs Licht hier. Na, boah, Alter. Der hat aber ja gerade schon gehoppelt. Ah, alles gut, alles gut. Okay. Ich dachte schon, wir sind gerade die Stoßdämpfer rausgesprungen. Doink, doink. Alter, was mache ich denn hier gerade? Besoffen oder was? Biege nach rechts ab. Aber gerne. Kamera und die Lenkung mit der Maus zu steuern ist doch ein bisschen gefährlich. Aber wir jetzt gerade richtig schön einen wegbekommen. Okay, geht noch. Aber cool ist anders. Okay. Verstehe schon. Mhm. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. So, ein bisschen Highspeed hier. Also, damit wir auch schön wie Verbrecher sind. Zweite Ausfahrt nehmen. Über den Kreisverkehr rüberrasen macht eher wenig Sinn. Rechts halten und dann rechts ab. Aber wir könnten auf der anderen Spurseite fahren, auf der hier. Biege nach rechts ab. So, jetzt sind wir offizielle Verbrecher. Yay! Map, map, pup, pup, pup. Dadadad. Die bleiben aber auch immer stehen für einen, ne? Ah, ich fahr mal lieber hier lang. Was? Achso. Oh. Wer sagt das doch gleich, Mädel? Wow, Alter, wie schnell wir sind. Wow, okay. Habe ich gerade hinten ein bisschen meine Haftung verloren. Das ist halt das Problem, wenn der LKW halt, ne, wenn man keinen Auflieger hat, denn wie man ja sieht, ist das gesamte Gewicht vorne auf der vorderen Achse. Und wenn man dann sehr stark bremst, dann fällt der LKW sehr leicht nach vorne über. Und das merkt man dann damit, dass man hinten komplett ausbricht. Egal, was man macht. Beim LKW ist sehr gefährlich. So, was ist mit dem los? Hallo, gesoffen? Oh, Alter, Highspeed hier. Wow, 100. 110. Genau, mal gucken, was wir mit Leergewicht schaffen. Das war falsch. Das da. Okay, 103. Obwohl, fährt ja schon 147, ne? Ist ja das Maximum, was wir haben. Oha, wir müssen die außen überholen. Blockiere schon wieder die gesamte Straße hier. So. Ach ne, guck mal, so schaffen wir mehr. So schaffen wir 149. Nice. Dann war die Drehzahl letztes doch noch nicht am Ende vom Motor. Okay. So, mal gucken hier. Oh, der LKW stingert gerade ganz schön, ne? Alter. So, wir müssen hier, wir müssen. Achso, wir müssen noch da, genau. Bin ich beide gerade aufs Wetter gefahren hier. Was ist los? Geht ja mal gar nicht. Der hat sich ja ganz schön früh dafür entschieden abzubiegen. Wie der gerade da rechts gezogen ist, Alter. Wups und yay.
So. So muss Mutter klingen, meine Freunde. So muss Mutter klingen. Kurz vorm Explodieren. Alter. Ich glaube, wir sollten öfters einfach mal so ein bisschen rumspeeden. Macht voll Spaß. Gehst du mal speichern, ne? Aber weißt du, jetzt wo wir jetzt hier, wo wir jetzt so super schnell fahren, jetzt gibt es überhaupt keine Mikroruckler. Ja? Super flüssig alles, sogar bei OBS ist alles super flüssig. Ja, da haben wir wieder ein bisschen, ups. Komm mal, meine hier. Ich glaube, mir ist gerade eingefallen, warum wir nicht die ganze Zeit rumspeeden. Weil das ganz schön ins Portemonnaie geht. Ich meine, alleine dieser Unfall gerade eben hat uns satte. Ich möchte diesen Preis nicht aussprechen. Oh. Warum? Das war doch bloß so ein begrenzungsstinkster Bumster. Oh Mann, Mann. Was machen wir eigentlich die ganze Zeit? Wir wollten doch... Wir folgen jetzt dieser komischen Streckenführung, die der uns hier folgt. Wir wollten doch da oben lang. Ach, Ronny, was machst du? Das ist ja dämlich. Das ist ja super dämlich. Das ist nicht so geil. Wir haben 400 Kilometer noch vor uns. Da muss doch effizienter gehen. Warte mal kurz. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal hier die Strecke. Ich habe ja hier irgendwo gespeichert, ne? Schnell speichern. Laden. Mal gucken, wo das war. Hoffentlich ist es irgendwo am Startpunkt. Fahrt vorsichtig. Okay, wir sind... Ah doch. Ach, da oben haben wir erst gespeichert. Na gut, dann fahren wir mal hier lang und... Warum will er uns erst nach da unten schicken, um uns dann nach da oben zu schicken? Das macht so überhaupt keinen Sinn. Oder ist hier irgendwas gesperrt oder so? I don't get it. Like at all. Verrückt. Echt verrückt. Naja, was soll's. ...50 EP für 100 Kilometer während der freien Fahrt. Wow, ich bekomme auch so EP. Das ist ja cool. Ach, hier war die Kurve... Oh, okay. Der 3000 Euro Unfall war hier noch gar nicht mit bei. Lol. Das war nämlich hier vorne ist nämlich die Kurve jetzt gleich, wo wir gerade voll gegen diesen Dings gefahren sind. Da ging so ein Ding. Alter. Warum verliere ich bergauf so die so extreme Traktion? Oh ja. Ah ja. Sobald ich bremse, verliere ich komplett die Kontrolle. Ich bin vorne viel zu schwer. Also hinten viel zu leicht. Ohne Auflieger. Das ist ja nicht so geil.
Ja, ja, wer bremst, lebt gefährlich. Ne? Was lernen wir daraus? Einfach nur Gas geben. Die ganze Zeit einfach nur, immer nur Gas geben. Freie Marzipan. So, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Wir müssen jetzt da vorne nach links abbiegen. Okay. Kann ich jetzt einfach so Punkt setzen? Hä? Punkt setzen? Ah, nein, halt, ich, was passiert hier? Okay, jetzt schickt er mich eher, nein. Jetzt, sag mal. Ist das vielleicht, weil ich hier oben nicht wenden kann, laut seiner komischen Berechnung? Wenn ich das jetzt hier wegmache und dann den jetzt hier zum Beispiel mache. Nee, der schickt mich immer noch erst. Er schickt mich erst komplett nach unten, damit ich dann wieder komplett nach oben fahre. Was ist mit dem los? Weißt du was? Dann schicken wir dich einfach mal in Jordan. Ja, kein Bock mehr hier. So ungefähr. Easy. Let's go. Geht's. Warum ist der so... Warum ist der so komisch? Immer geradeaus. Bitte links halten. Was ist jetzt hier schon wieder los? Er schickt mich. Hä? Erst mache ich hier eine Kurve. Dann mache ich hier noch eine Kurve. Da komme ich ja wieder nach. Achso, da ist noch ein Punkt gesetzt. Okay. Ah, okay. Das macht schon eher Sinn. Das sieht schon besser aus. Let's go. Bitte rechts halten. Wow, Alter. Seht ihr das, wie ich hier rumschlinge? Ohoho. Nicey dicey. Das gefällt mir. Bitte links halten. So, links frei, sehr gut. So, jetzt mal speichern hier. Dann darf ich den ganzen Wegepunkt setzen und wieder löschen und alles. Das ist eine Katastrophe hier. So, kein Gegenverkehr hoffentlich. Immer geradeaus. Das sage ich auch immer, mit dem Kopf durch die Wand. Weißt du was, da vorne ist die Tankstelle. Dann bleiben Sie immer geradeaus. Wir machen mal bei der Tankstelle mal ein bisschen Pause. Die Folge schon immer wieder ganz schön... Geradeaus. Ne, sonst wird die Folge zu lang. Finden. So. Biege nach links ab. Kann man die Pause machen? Nee, das ist das hier. Achso, ist Tankbereich. Also nicht für. Abbiegen. Wir müssen also da hinten da. Biege nach rechts. Boah, Alter, nicht schon wieder für Mikro-Ruckler. Ist ja hier sehr ganz extrem. Irgendwie so, keine Ahnung. Let's go. So, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, genau so, macht das Sinn.